Hier, Bams. Mann, Mann, Mann. Die verstehen was von ihrem Handwerk. Auch wenn es nicht gerade schön ist, dass die etwas in den Armen haben. Aber das muss man ihnen lassen. Die haben Lydia fertig gemacht. Und das schafft man ja auch nicht alle Tage. Jawohl. Schlossknacken verbessert. Schlüssel? Nee. Da gehen wir in den Keller. Und hier ist eine. Hier drüben. Das war schon alles. Lydia, die machen mich hier aus einem. Lydia, kümmere du dich um den Linken. Okay. Habe ich doch was zu mir voll heilen. Ah, danke. Kellerschlüssel. Kellerschlüssel. Schön, dass die alle einen Kellerschlüssel bei sich tragen. Tür öffnen. Geldbeutel. Ach, da ist die Lydia. Okay. Hier, drei Schläge und du bist down. Ich bin direkt hinter euch. Nee, nee, das ist nicht nötig. Nochmal einen Kellerschlüssel. Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Mann, habe denen. Die haben eine Kanalisation. So, Lydia! Ich stehe auf eurer Seite. Ja, da geh mal aus dem Weg. Okay. Was benötigt ihr, mein Tag? Ich brauche eure Hilfe. So. Geöffnet. Schade, ich hab gedacht, das sei der Tresorschlüssel. Experte. Gut, goldener Glanz, beschaffe den Schlüssel zur Tresor. Ein Versuch. 2 Versuche. Mann. Es muss irgendwo da sein.
Es ist da in der Nähe. Mann! Was soll denn diese Kacke? Yes! Besitzurkunde von Gut Golden Glanz. Dann gehen wir hier in die Kanalisation. Okay. Runter hier. Und hier nach Himmelsrand hoch. Puh, es ist schon wieder Tag. Gut, dann müssen wir noch dahinter und die Bienenstöcke niederbrennen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Okay, da sind scheinbar ein paar Komiker. Lydia. Lydia! Zeig mir, was ihr könnt. Okay. Das war's. Jetzt ist noch niemand. Doch, doch. Das geht ganz gut. Mann, Mann, Mann. Okay, und nun reisen wir kurz per Schnellreise zur Festung Nebelschleier. Yes! Wir haben gut Goldeglanz ausgeräumt. Und ich denke, das sollte Grund genug sein, für die uns in den Bund der Diebesgilde zu schließen. Ich weiß es natürlich nicht. Denn, wie sicher schon ein Dutzend Mal erwähnt, ich spiele es blind und ich mache kurze Pause, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und hier wieder Skyrim. Ja, das ist ein schönes Durcheinander da oben auf dem Marktplatz. Gut, geht mich grundsätzlich nichts an, was da oben geschieht, interessiert mich auch im Grunde genommen gar nicht. Der Bettler, ach, Taschendiebstahl verbessert. Und unten können wir ja uns wahrscheinlich bei einem Lehrer in Taschendiebstahl verbessern. Da stand ja eine Stufe aufsteigen. Der Heuler. Der kann da mal vor sich hin heulen. Hey, Wex! So, sorry, das war mein Upload. Ach, und da habe ich schon erwähnt. Dann lasst eure Waffe stecken. Habt ihr Probleme? Worum geht's? Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Macht und Stolz. Was sollt ihr sagen? Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ach ja, genau. Nee, aber das war der falsche Weg. Was ich sagen wollte, wer sich fragt, warum Uploads, so 10 Uploads am Tag, warum ich auf einmal mit Skyrim, ich habe mir ja da
das lange Zeit pausiert und aufgeschoben, weil Resident 2 kam und ich habe unheimlich Bock auf Skyrim. Ich wollte eigentlich so 10 Stunden aufnehmen in diesen Ferien, doch dann hat mir die Festplatte einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist vollgelaufen. Es heißt, Goldenglanz sei angeschlagen. Gut gemacht, Bürschchen. Ja, und hier ist der Lohn. Also das, was im Tresor war. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Haringrot hat Goldenglanz verkauft? Was denkt sich der Idiot eigentlich? Er hat keine Vorstellung davon, wie wütend Maven wird, wenn man sie von einem Geschäft ausschließt. Aber das wird er schon noch herausfinden. Wenn sich okay. Auf dem Pergament nur der Käufername und nicht dieses seltsame Symbol befände, habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Nee, keine Ahnung. Mist. Naja, ich prüfe meine Quellen und rede mit Mercer. Ja, das wird wohl das Beste sein. Schwarzdorn unterhalten. Sie hat nach euch gefragt. Dachte ganz nach. Gut, es ist an der Zeit. Das ist kein Privatbesuch, sondern rein geschäftlich. Ja, ja. Was will Maven von mir? Das geht nur euch und Maven etwas an. Und so soll es auch bleiben. Okay. Macht euch keine Sorgen. Mavens Geschäfte sind normalerweise immer sehr einträglich. Da wird er gerade von sprechen. Natürlich. Eure Bezahlung. Danke. Ihr seid ja blitzgescheit. Verhaltet euch weiterhin anständig, dann gibt es noch jede Menge mehr. Bis zum nächsten. Sorry. Maven will euch sehen. Geht lieber sofort zu ihr. Ja, was sagst du für diese Pferdediebstahl? Da kann ich mir ja gleich selbst die Kehle durchschneiden. Okay, das hält da nicht viel von. Objekte, 2000 Gold. Von wem dieser seltsame Auftrag? Maven will euch sehen. Ja, von so einem. Halt! Ich wollte mich in Schleichen noch verbessern. Nee. Hättet ihr kurz Zeit? Ich wollte euch etwas sagen. Ja, dann könntest du einfach losschießen. Ich hab nicht den ganzen. Ihr seid ein zäher Brocken. Das respektiere ich. Bitte, Klein. Ihr bringt der Gilde eine Menge Geld und sorgt dafür, dass wir gut dastehen. Kommt zu mir. Wenn ihr Ruin? Das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, bin ich bereit, euch zu helfen. Wie seid ihr so gut geworden? Das ist eine Länge. Okay. Wir sprechen uns sicher wieder. Also, ja, wie seid ihr so gut geworden? Das ist eine längere Geschichte. Als ich in diesem Geschäft anfing, war ich eigentlich nicht an der Gilde interessiert oder daran, ein Dieb zu sein. Hey Lydia, setz dich doch zu uns. Mit euren Fähigkeiten? Warum nicht? Ich wollte auch nicht andeuten, dass ich ein ehrliches Leben führte. Mit meinem Geschick im Aufbrechen von Schlössern war ich ein Naturtalent in Sachen Gefängnisausbrüchen. Und habe mir auch ein hübsches Sümmchen damit verdient. Okay. Gefängnisausbrüche, was ist das? Das bedeutet, dass ein Kunde euch dafür bezahlt, dass ihr verhaftet und in ein Gefängnis geworfen werdet, nur um wieder auszubrechen. Normalerweise tut man das, um jemanden zu befreien, an dem dem Kunden etwas liegt. Und manchmal, nun, um jemanden in seinem Namen zu töten. So oder so kommt es aber auf die Flucht. Hier konnte ich mein besonderes Talent nutzbringend anwenden. Okay. Wenn ihr das Schießen trainieren wollt und genug Geld habt, bin ich bereit, euch zu unterrichten. Halt die Schnauze, mit dir spreche ich doch gar nicht. Wo war denn dieser Typ, der Schlossknacken gelehrt hat? Hey, du bist du dieser Typ? Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten gesehen. Bis das jetzt so